Hey Leute, willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario 3D World. Wir haben hier eine sicke Frage heißen, Rätsel aus, dann dies bis noch erinnert und an das schöne Goomba Level. Ist ja Bock auf Rätsel. Deshalb fangen wir mit dem Frage heißen mysteriösen Rätsel aus an. Das Film ist immer noch von Greenscreen hier, ich muss das erstmal wieder gebacken bekommen. Es ist immer noch derselbe Chat hier gerade mit dem Greenscreen. Ich mir auch gerade, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich erklärt, kann mir sowas haben, warum das eigentlich denn so ist. So, das war kein Rätsel aus, das war, ach, scheiße. Möglichst viele, Gegner kaputt machen. Und Allah, hier verkacke ist jetzt so nah drin. Ist halt so traurig, ne? Ja, hier hilft halt Feuer auch nur bedingt was. Bei den Leuten jetzt hier. Ja. Aber ich werde es trotzdem mal anwenden, weil es für die nächsten dann wichtig sein könnte. So, so funzt das hier nämlich. Feuer können wir einfach alle kalt machen, ne? Sissa! Okay, das war's hart unverdient. Aber egal, Katzen-Mario ist auch ein nettes Item. Oh, scheiße. Egal, letzte Sekunde! Scheiße, das ist Leben und Limit hier. Da hat mir die Katze in der Arsch gerettet. Der ist wieder relativ einfach. Ja, lief doch! Ist auf die ersten Anlauf, mit dem wir anfangen, lief das doch für gut. Fühle es. Keine Ahnung, kann man Chris jetzt so vielleicht irgendwie verbessern? Auch nicht, ne? Nee. Hat doch ein bisschen gefühlt. Ich weiß, es hat echt nichts, ne? Was Sepper, den da gerade so derbe sieht. Ich will das jetzt hinbekommen mit dem Greenscreen. Das pisst mich halt persönlich gerade übelst an. Ich glaube, es ist einigermaßen weg, oder? Es ist mir nicht mal deutlich besser geworden, den ersten Blicken zu beurteilen. Ach, geht's doch, weil gerade war es so extremst mies. Sei doch mal rein. Das haben wir noch mal für den Gumpas. Die sind Krittes. Ach nee, war es einfach nur riesen Gumpas quasi die Klippe runter stürzen lassen. Fuck. Was viel besser gewesen wäre, wäre ich nach wie vor Katze gewesen, aber nein, ich muss mein Katzen-Item verlieren, weil ich dumm bin. Aber ja, soweit, so gut, soweit, so unfair Level eigentlich. Ja, ein bisschen zarten sieht man noch, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so wild. Also das war vorhin noch deutlich hart viel wilder. Also ich meine, vielleicht hilft das Licht hier auch ein bisschen. Ja, jetzt ist es viel besser. So, den ersten Einzelnen, ich sehe es halt nur relativ klein, aber soweit scheint es ganz gut zu sein. Hat sogar gereimt, ja moin. So, das Level war hart ätzend, weil das ging auf Zeit. Zeit ist knapp, raus wie Geld. Also hier muss man was hauen, wie gut wir hier vorankommen. Das ist wirklich eher kritisch. Nee, vielleicht war es gar mal auf Zeit. Ah nee, das war doch das Level, was man zu zweit machen durfte oder halt auch so mehrere Leute, je nachdem wie viel Mario, was man halt einfach da war, zu dem Zeitpunkt. So. Das Coole ist, wenn ein Item bekommt, dann haben es dann einfach beide. Wir haben die geballte Feuerkraft, die auch hier zu nöten sein kann. Jetzt sind wir sowas zu dritt. Jetzt sind sie dritt gleich den ersten Stern hier einfarben. So. Das Ding ist, wir dürfen die Bürste auf das Dreck gelassen, sonst haben alle anderen ein Problem.
Aber da verlassen wir auch keinen auf der Strecke, wobei ich glaube, die rücken nach, ne? Genau, die kommen einfach nach, so. Solange sie halt nicht sterben. So. Einfach mal hochhüpfen, ne? Und für Chaos und Verspätung sorgen. Irgendwie muss jetzt hier einer rüber. Dann gibt es hier nämlich den zweiten Stern. Genau, da war nämlich was. Ja, ist egal, nur eine. Ich dachte, es wäre cool, wenn jeder in so eine Röhre kommt und dann geht es irgendwie so ab, so mystery-mäßig. Muss erst aufpassen, dass es die hier eine andere Hand erhalte, sonst wird es kritisch. So, komm an. Ich will nur so size Kürze hier. Die will ich aber auch. Macht's einfach ganz einfach. Scheiße. Jetzt wollte ich mehr haben, jetzt habe ich dann noch einen am Ende. Das hat zum Crit ist. Ne, immerhin noch meine zwei. Von dem einer gerade verreckt ist. Das ist so ein Crit ist, dass ich hier jetzt alleine stehe. Digga, das war mal ein geiler Move. Scheiße. So, das war ein Fail. Ja, und drittens, dann gibt es, wenn man zu viert ist, dann geht es hier so eine Plattform hoch und dann Yeet. Aber es geht leider nicht so viel. Darauf ist das ordentlich schwer. Komm mal, mal merken, wir wissen, wo wir sind. Wo da ist, heißt, ja, wenn wir es dann brauchen, holen wir den. Weil es bis jetzt erst drei oder so, den nicht haben, das ist deshalb noch nicht wild. Wird halt erst wild, bitter sein dann. So. Kommt direkt in das Schloss, nichts mehr davor. Immer wild. Wie braucht man denn fürs Schloss? So normal. Ach, der hat einfach jetzt geöffnet oder wie? Okay. Tatsache, ne? Hier ist davor nichts mehr los. Ihr seht es, Leute, es sind immer kleine Parts, aber ich habe ansonsten nicht mehr Zeit. Bei kleinen Parts habe ich es, die so zu machen, dass ihr täglich ansieht. Bei großen Parts wird es halt kompliziert. Und ich glaube, da ist es doch besser so besetzt, dass ihr einfach jeden Tag ein Part seht, der relativ kurz, also das relativ kurz, aber bisschen kurzer ist, weil so 7-8 Minuten habt ihr auch besser. Ich glaube, das war auch angenehmer zu schauen. Vielleicht auch kleinere Videos mehr als deutlich längere Personen ist. Bei Livestreaming wieder was anderes. Ich habe nicht wundern, dass ich immer eine kurze Videos macht, da hat nicht so viel auf einmal Spiele. Aber ich meine, jetzt haben wir nach dem Part auch in die zweite Welt fertig. Klar, wir konnten das auch viel schneller durchhasseln, aber ich hab's dann nicht so heilig. Deshalb war es das jetzt erst wieder mit dir. Party, Leute. Bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!